Herzlich willkommen bei meiner täglichen Andacht. Schön, dass du da bist und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Meine Andacht vom 26. Februar. Wirst du auf die Probe gestellt? Der Bibelvers für heute steht im Psalm 7, Vers 9. Herr, weil ich gerecht bin, verschaff mir Recht und tu an mir Gutes, weil ich schuldlos bin. Das Leben ist voller Herausforderungen, die unsere Entschlossenheit und unseren Glauben auf die Probe stellen. Ganz gleich, ob schlimme Ereignisse drohen oder wir uns nur den alltäglichen Widrigkeiten gegenübersehen. Unser Charakter wird auf jeden Fall immer wieder getestet. Wir sollten nicht vergessen, dass es Gott ist, der unser Herz, unsere Gefühle und unseren Verstand auf die Probe stellt. Was bedeutet es, etwas auf die Probe zu stellen? Es bedeutet, etwas unter Druck zu setzen, um zu sehen, ob es hält, was es verspricht. Wird es unter Druck standhalten? Wird es so gut funktionieren, wie der Hersteller es sagt? Entspricht es dem Qualitätsstandard? Genau das macht Gott mit uns. Wirst du gerade einer Prüfung unterzogen? Der Schlüssel ist: Vertraue Gott, auch wenn du nicht verstehst, was passiert. Gott wirklich zu vertrauen bedeutet manchmal, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Aber wenn du dranbleibst trotz deiner Zweifel, wird er dich wieder aufrichten und dich stark machen. Lass uns gemeinsam beten. Herr, wenn ich auf die Probe gestellt werde, will ich bereit sein, dem Druck standzuhalten. Ich möchte dir folgen, ganz gleich, was passiert. Zeig mir jeden Tag neu, wie ich dir vertrauen kann, auch wenn ich unbeantwortete Fragen habe. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitbeten. Bist du morgen wieder dabei? Bis dahin durchstöbere doch mal meinen YouTube-Kanal. Dort findest du viele ermutigende Vorträge von mir. Gottes Segen und bis morgen.